Das Bundeskabinett will am Vormittag, heute Freitagvormittag, tatsächlich ja weitere Entlastungen beschließen. Normalerweise findet ja die Regierungssitzung Mittwoch statt, aber wegen der Teilnahme von Kanzler Scholz am G20-Gipfel auf Bali musste sie daher auf heute verschoben werden. Der Kanzler ist also wieder zurück. Es geht um Soforthilfen für Studenten und um mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr. Mit der geplanten Strom- und Gaspreisbremse will sich das Kabinett aber anders als ursprünglich geplant heute noch nicht befassen. Es hakt also weiter an vielen Ecken und Enden, wie Leonie von Rando berichtet. Sie könnten im Januar ein verspätetes Weihnachtsgeschenk bekommen. Den knapp 3,5 Millionen Studenten und Fachschülern hierzulande winkt eine Einmalzahlung von 200 Euro. Heute will das Kabinett die Soforthilfe auf den Weg bringen. Weil es kein zentrales Register gibt, soll die über eine Online-Plattform beantragt werden. Die allerdings befindet sich noch im Aufbau. Für Energielieferanten und Wärmeversorger dagegen gibt es ein solches Portal bereits. Ab sofort können Sie online einen Antrag auf Ihre Dezemberhilfen stellen. Die Entlastung geben die Versorger dann direkt an Gas- und Fernwärmekunden weiter. Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen müssten also faktisch nichts tun, so der Wirtschaftsminister. Aber dahinter, das räume ich ein, ist ein sehr kompliziertes Rechenwerk. Also was mir im Moment die Haare grau macht, sind die Gespräche mit den Stadtwerken, mit den Verteilnetzbetreibern, die ja ausrechnen müssen, was sind jetzt 80%, welche Summen sind dahinter, wie kommt das Geld bei den Stadtwerken an, wer kontrolliert das Ganze und so weiter und so fort. Das ist komplex und deswegen brauchen wir immer ein bisschen mehr Zeit. Aber das soll Sie nicht kümmern. Spätestens ab März soll dann auch die Gaspreisbremse für private Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen kommen. Die Bundesregierung prüft außerdem, ob sie rückwirkend ab Februar gelten kann. Die Gesetzesentwürfe zu Gas- und Strompreisbremse wird das Kabinett heute anders als zunächst geplant aber nicht beschließen, sondern in den nächsten Tagen per Umlaufverfahren. Zugeschaltet vom Kanzleramt ist uns jetzt Christina Lewinski. Guten Morgen, Christina. Also heute berät das Kabinett über die Soforthilfen für Studenten. Bekommt diese Hilfe denn jeder? Oder muss da erst geschaut werden, wer es nötig hat? Oder Prinzip Gießkanne? Ja, eine Kabinettssitzung an einem Freitag, relativ ungewöhnlich, Fanny, an einem Freitag, an dem es zum ersten Mal geschneit hat, und damit schönen guten Morgen aus diesem doch recht winterlichen Regierungsviertel. Passt aber zum Thema, weil eben das Thema Energiehilfen heute beraten werden, hier hinter mir im Kanzleramt. Und du sagst es, Studierende, die sollen 200 Euro ja Energiegeld bekommen. Da sind alle tatsächlich gemeint, die bis zum 1. Dezember eingeschrieben sind in einer Hochschule oder in einer Fachhochschule. Das große Problem ist, dass jeder das selber beantragen muss, und zwar online, auf einer Online-Plattform. Und diese Online-Plattform, die befindet sich noch im Aufbau, sprich also, wie die heißen soll, welche Nachweise dann tatsächlich geliefert werden sollen. Weitere Fragen, die sind noch völlig offen, die sind noch nicht geklärt, und deswegen wird es diese 200 Euro erstmal nicht schnell geben. Und hinzu kommt auch, dass man nicht genau weiß, wie man mit dem Thema Meldeadresse umgehen soll, weil zum Beispiel auch ausländische Studierende, die zum Beispiel nur hier ein Semester ab 1. Dezember machen, die sind auch angesprochen, die dürfen sich dafür auch bewerben. Heißt also, das wird bis ins nächste Jahr dauern, bis das dann tatsächlich auch ausgezahlt wird. Man muss sich registrieren bis Ende September nächsten Jahres. Und ich glaube, der eine oder andere, der fühlt sich vermutlich ein bisschen erinnert an das Thema Corona-Hilfe-Auszahlung, weil auch das hat ja dann doch länger gedauert, als das ursprünglich vorgesehen war. Tja, Parallelen sind da deutlich zu erkennen. Das muss man da wirklich so formulieren, Christina. Interessant ist ja aber auch bei dieser Kabinettssitzung heute, dass Wirtschaftsminister Habeck jetzt das Thema Gas- und Strompreisbremse von der Agenda genommen hat. Also was ist denn jetzt schon wieder das Problem in dieser wichtigen Frage, die so viele Millionen Deutsche interessiert? Also Carsten, fragt man nach im Bundeswirtschaftsministerium, dann heißt es, nein, das wird definitiv kommen. Das ist jetzt heute noch nicht im Kabinett, weil man eben im Hintergrund noch so viele Gespräche führen muss mit den Energieversorgern, sprich also mit den Stadtwerken. Wir haben ihn gerade gehört, Robert Habeck, der gesagt hat, dass dieses Berechnungsverfahren einfach sehr, sehr kompliziert ist, diese 80%, wie genau das dann ausgestaltet wird. Und da sagt Habeck, wir brauchen einfach noch ein paar Tage Zeit. Und dann soll das Ganze im sogenannten Umlaufverfahren auch abgesegnet werden, sprich also nicht in einer gemeinsamen Kabinettssitzung, sondern dass jedes
jedes Mitglied des Kabinetts dann eben schriftlich unterschreiben soll. Auf der anderen Seite glaubt man zumindest den Worten von Robert Habeck, soll das für die Haushalte, für die privaten Haushalte und für die Unternehmen sehr, sehr unkompliziert sein. Er sagt ja selber, man muss sich um nichts kümmern. Ich weiß nicht, ob er sich da ein bisschen weit vielleicht aus dem Fenster legt und sich wirklich noch messen lassen wird müssen an diesen Worten, weil eben, du sagst es auch, man fühlt sich erinnert und diese Parallelen zu Corona-Hilfen, die sind eben da. Werden wir mal sehen, wenn er Recht behalten sollte, dann wird das eben ohne weitere Bürokratie tatsächlich für die privaten Haushalte ablaufen. Christina, danke schön für die Informationen vom Kanzleramt.